Der Stadtteil Pigneto hinter dem Bahnhof von Rom. Hier leben Arbeiter, Künstler, Studenten, Rentner und Hipster. Es ist ein Viertel im Aufbruch. Das Bar-Restaurant Nicci hat Tradition, denn seit 1924 gibt es hier an diesem Ort eine Bar, die schon immer sehr beliebt war. Eine Oase in der Großstadt. Es ist eigentlich ein recht kleines Viertel, aber es kommen sehr viele Leute zu uns, die auch hier wohnen. Viele Einwohner hat Pigneto aber nicht, weil die Häuser klein und niedrig sind. Am Abend belebt sich das Viertel dann mit vielen Leuten aus ganz Rom und sogar aus dem Ausland. Sie kommen alle hierher, um mal ein anderes Rom kennenzulernen. Andrea Quaranta ist der Koch des Nicci. Der Römer kocht nach Rezepten aus seiner Kindheit, variiert sie aber immer ein kleines bisschen. Im Frühjahr ist zum Beispiel das Gemüsegericht Vignarola typisch. Es besteht aus Artischocken und den in Italien beliebten dicken Bohnen, die frischen Erbsen ähnlich sind. Der große Unterschied zwischen dicken Bohnen und Erbsen liegt zum einen in der Größe. Das sieht man hier ganz gut im Inneren. Die Früchte sind viel größer und sie schmecken ein bisschen bitterer als Erbsen, die ja doch ziemlich süß sind. Aus den Zutaten vom Markt bereitet Andrea Quaranta heute gefüllte Teigtaschen zu, Cappellacci genannt. Für die Füllung nach Vignarola-Art verwendet er die für Rom so typischen kleinen Artischocken. Er entfernt die äußeren harten Blätter und den Stiel schält er zusätzlich. Diese Artischocken sind kleiner und in der Form ovaler als die großen, runden, die man sonst kennt. Außerdem haben sie kaum Dornen. Sie haben im Inneren auch weniger Heu. Und dann noch ein Tipp, den ich für die Zubereitung zu Hause geben kann. Man muss Artischocken immer mit viel Zitrone einreiben, damit sie nicht schwarz werden. Die kleingeschnittenen Artischocken werden mit den Frühlingszwiebeln in Olivenöl angebraten. Dann wird der Pastateig aus Weizenmehl und Hartweizengrieß ausgerollt. Die Grundform für die Cappellacci ist ein Kreis von etwa 10 cm Durchmesser, auf den die Artischocken-Zwiebelfüllung gesetzt wird. Dann werden sie zu einem Halbmond gefaltet und umgeschlagen. Der Name stammt von Cappello, Hut. Die Original-Cappellacci werden eigentlich mit Fleisch und Käse gemacht. Das Gericht stammt aus dem Norden Italiens, der Emilia-Romagna. Ich habe heute eine vegetarische Variante mit einer Füllung aus typisch römischem Frühlingsgemüse zubereitet. Die dicken Bohnen und Erbsen werden aus der Schale gepult, gedünstet und danach im Mixer zu einer Creme verarbeitet. Der besondere Kniff im Nicci, die Cappellacci werden nach dem Kochen noch angebraten. Dann werden sie mit der Erbsen-Bohnen-Creme und einer Eikäsesoße nach Carbonara-Art angerichtet. Zum Schluss kommt noch Speck obendrauf. Bei diesem Gericht haben wir die Vignarola als traditionelles Element. Wir finden sie in der Füllung wieder und in der Soße. Außerdem haben wir noch eine Eikäsesoße. Das ist eine Variation der Carbonara, einem typisch römischen Gericht. Die Innovation besteht darin, diese zwei Gerichte zusammenzubringen und sie in Soße und Füllung neu zusammenzusetzen. Das Besondere am Nicci ist, dass man es sich hier zu jeder Tageszeit gut gehen lassen kann. Das Bar-Restaurant macht schon morgens um 8 Uhr auf und schließt erst nachts um 2. Man möchte am liebsten von morgens bis abends bleiben und vom Frühstück übers Mittagessen bis zum Aperitif am Abend alles probieren. Besonders, wenn man einen schönen Platz auf der Terrasse ergattert hat.